Ja, hallo zusammen. Ihr werdet es im Titel lesen. Heute geht es ums, oder jetzt gerade in diesem Video, nicht nur heute, in diesem Video geht es jetzt ums Building. Also wir werden jetzt hier mal einen vorbauen. Ich habe es schon mal ausprobiert. Nein, ich wollte jetzt nicht mit dir quatschen. Ich habe es schon mal ausprobiert, wie das Ganze so aussehen könnte. Ich musste ja auch mal ein bisschen rumexperimentieren, bevor ich euch dann final was zeige. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir gerade so nebliges Wetter haben. Da sieht man das jetzt nicht alles ganz genau. Wir gehen da mal kurz raus. So. Wir haben jetzt hier den Wall. Dann haben wir ein Tor. Wir haben jeweils oben Geschütztürme, womit wir den Eingang sichern. Und genau, wir hatten ja hier die Problematik im Haus. Warte, zeige ich am besten von innen. Innen hatten wir das Problem, hier war eine Tür. Hier habe ich einfach jetzt mal so eine Wand vorgestellt, dass, wenn das Dorf angegriffen wird, dadurch nicht eingebrochen werden kann. Jetzt hänge ich an der Kante fest. Ich wollte hier aus dem Weg gehen, alle. Und dann hast du mich doch aufgehalten. Oder hat mich die Wand aufgehalten. So, genau. Den Herrn haben wir ja dafür abgestellt, dass er hier patrouilliert und für die Sicherheit im Dorf zuständig ist. Deswegen geht er immer von hier drüben nach da drüben und achtet darauf, dass hier nichts Schlimmes passiert. Auf der Seite sieht es wie folgt aus. So, ich mach mal Tor zu. So, dann könnt ihr es mal sehen. Ja, wir haben hier so leichte Lücken. Ich muss euch sagen, es ist wirklich schwierig, das richtig zu positionieren. So, verdammt. Okay, hier ist das Loch doch noch zu groß. Verdammt. So, und hier, ja gut, hier kommen wir nicht durch. Ne? Hier musste ich zum Beispiel die eine Wand verkehrt rum draufsetzen, weil sonst eine Lücke gewesen wäre, wo man hätte durchkommen können. Jetzt kommt man nicht mehr durch. Genauso wie hier. Ist alles dicht. Jetzt gehen wir hier mal rum. So, dann zeige ich euch den Wall mal von außen. So, hier ist es zwar auch etwas offen, aber man kommt nicht durch. Und ja. Genau. Hier ist es auch wieder. Ne, man hat überall so, ich bezeichne es jetzt einfach mal als Schießscharten. Aber man kommt zumindest nicht rein. So, jetzt haben wir hier so einen Betonklotz, wie ihr es gerade seht. Da habe ich ein bisschen einfach mal mit dem Bauen rumexperimentiert, was man da so machen kann, wie das alles so funktioniert. Das war vorher einfach so eine Betonfläche, da hat ein abgerissenes oder besser als verfallenes Haus drauf gestanden, das habe ich ja abgerissen. Und habe dann erst ein Fundament drauf gebaut, dass das alles etwas erhöhter ist. Und dann habe ich auf diesem Fundament, ja, habe ich jetzt mal so meine Fantasie ein bisschen walten lassen, so was man nicht alles ausprobieren könnte und wie das alles so funktioniert. Habe ich sozusagen so Wände mit, die so praktisch so eine kleine Terrasse implementiert haben, dran gebaut. Das dann versucht einigermaßen abzuschließen. Das funktioniert dann aber auch wieder nur mit so gewissen Trennwänden. Und dann haben wir hier diese normalen Wände, die wir aufbauen können, die halt so breit sind wie diese, die Erhöhung, die wir genutzt haben. Genau das gleiche mit dem Dach. Das schließt da wunderbar ab. Allerdings sieht man jetzt hier, dass das nicht funktioniert hat. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Treppe in den zweiten Stock bauen wollen. Genauso wie hier habe ich zwei verschiedene Treppen einfach mal ausprobiert. Hier die Treppe kann man leider nicht in den Boden irgendwie einlassen. Deswegen hat man jetzt hier so eine kleine Erhöhung, was dann auch blöd aussieht. Genauso wie auf der Seite. So, und dann kommen wir jetzt hier rauf. Sind auf dem Dach. Genauso hier sieht man auch kleine Erhöhung. Hier, das ist auch nicht ganz richtig. Und ja, jetzt kann man halt so von hier oben runter gucken. Ich habe mir dann auch keine genauen Gedanken gemacht, wie man das jetzt machen soll. Was haben wir hier noch? Ich habe jetzt einfach mal so eine Treppe rüber gebaut, so ein Steg, dass wir drüben aufs Dach können. Und im Zweifelsfall dann auch von hier oben mal runterschießen können, wenn wir denn mal angegriffen werden. Also das war jetzt so mein Gedankengang dazu. Ich muss aber eins sagen, ich weiß nicht, wie diese Frau da hochgekommen ist. Also ich komme jetzt hier so hoch, wenn ich über diese Absperrung kletter. Den Weg wird sie wohl nicht gegangen sein, oder ich meine zumindest, dass sie den nicht gegangen ist. Das Problem ist jetzt auf jeden Fall, ich habe hier eine Siedlerin. Ja, hallo Süße. Und ich kriege diese Frau per Du nicht runter. Also ich kann sie auch nicht schubsen oder schieben oder ich habe hier extra dann noch so eine Glocke auch. Wenn ich jetzt die Leute, versammeln sich meine Siedler bei mir. Die Dame bleibt allerdings leider da oben stehen. Gut, ist jetzt halt ein Problem. Weiß ich noch nicht ganz, wie ich das lösen werde, aber ist jetzt auch erstmal egal.
So, noch ein kleiner Tipp. Diese Klötze hier, die ihr gerade seht, die mit dem dicken Autoreifen und dem Stacheldraht, ihr werdet die Dinger lieben lernen, weil zum Beispiel solche Positionen, ne, Dach drüber und alles Mögliche, da passen die zwischen, man kann die richtig nah aneinander bauen, die kann ich hier praktisch direkt ans Tor ranbauen. Das funktioniert ohne Probleme. Was dann viel, viel mehr Probleme macht, sind diese Barrikaden, die nur die kleinen Autoreifen haben, die oben den Stacheldraht haben. Hier nochmal eine Europalette als Verstärkung, ansonsten diese Querbalken. Da hat man immer das Problem, dass man durch diese Reifen sie nicht ganz dicht aneinander packen kann und deswegen halt immer diese, ich sag jetzt mal, Schießscharten überall hat. So, wie das jetzt alles funktioniert hat, da habe ich hier oben noch ein Lasergeschütz hingestellt, was ich unten mit meinem Generator verkabelt habe. Ob die Position jetzt so genial ist, weiß ich nicht. Ich wollte es einfach mal bauen. Wenn ich jetzt mal gucke, wie das Geschütz ungefähr schießt, also wird durchs Haus beschränkt, wird durch den Zaun beschränkt, hat jetzt nicht so wirklich, ist jetzt nicht wirklich effizient positioniert. Also sagen wir mal, sobald sich Gegner von hier nähern, werden die das Geschütz überhaupt nicht mitbekommen. Gut, da hat man jetzt einmal kurz gesehen, aber jetzt auch schon wieder nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob die Position da so intelligent ist, ob ich vielleicht noch einen Turm baue, wo... Oh, das wäre eigentlich eine Idee. Ah, gute Idee. Ich baue eine Art Wachturm. Jetzt gleich. Ich könnte noch einen Wachturm, weil leider kann man die Geschütze nicht hier neben bauen. Ihr merkt schon, allein durch mein ganzes Blabla, um das zu beschreiben, was ich überhaupt gemacht habe, hat es jetzt schon viel Zeit in Anspruch genommen. Ich war damit länger beschäftigt. Wie lange? Oh ja, wenn ich jetzt gerade mal gucke, ich glaube, ich war fast eine Stunde damit beschäftigt, das alles so aufzubauen. Jetzt gucke ich mal gerade. Ich glaube, das war der Speicherstand, wo ich noch nichts gemacht habe, außer die zwei Geschütze, die ich da schon eine ganze Zeit lang oben stehen habe. Aber ja, sieht gut aus, dass wir jetzt hier freie Bahn haben. Wir gehen jetzt hier schon mal in den Baumodus, da packen wir mal den Baum hier weg. Ach verdammt, ich glaube, das war der... Ist das der falsche? Falsche? Ich muss mal gerade noch mal kurz den anderen Speicherstand laden. Ah, ich bin wieder super vorbereitet, ihr seht es. Das war das. Ne, da habe ich das schon gebaut. Okay, gut, dann habe ich hier weniger gemacht, als ich dachte. Müssen wir das jetzt halt nachholen. Ne, Knarre kann weg. So, erstmal hier noch ein bisschen Platz schaffen. Gut, hatte ich jetzt noch irgendwas Wichtiges? Genau, die Laterne hat genervt, weil ich ja eine Barrikade über die Straße bauen wollte. Was ich jetzt im Nachhinein auch... Aber mal, die Bäume packen wir hier auch weg. Ob die jetzt direkt stören, weiß ich jetzt gerade nicht, aber wir packen sie auf jeden Fall mal weg. Genauso wie wir den Zaun jetzt hier mal weg packen, weil ja ein größerer Zaun jetzt davor kommt. Ich fand ihn optisch ganz schön, also was heißt optisch ganz schön, soweit das geht, ne? Aber ja, das machen wir jetzt irgendwie. Genau, was auch noch ein Problem ist, da bin ich jetzt am überlegen, ob ich vielleicht hier unten einen kleinen Wall baue und das Tor dann hier lang ziehe, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist... lasst mich mal kurz nachdenken, ob das jetzt besser wird. Ne, ich glaube nicht. Ich hatte nämlich ein bisschen Probleme hier mit der Schräge. Wenn ich hier an der Schräge den Zaun bauen wollte. Damit hatte ich eben ein bisschen Probleme. Ich überlege, ich glaube, ich setze den Zaun jetzt gleich einfach ein bisschen tiefer und mache... vielleicht kann ich hier ein Längsteil hinsetzen. Warte mal, wir probieren es direkt aus. Strukturzäune. Schrottzaun. So, dann... ich mag das gerne mit Stacheldraht. Das hat so eine Gefängnisflair. Also ganz gefährlich und so. So... Ne, das soll nicht schweben, das soll schon auf dem Boden der Tatsachen bleiben, aber abschließend sein. Ja, seht ihr, das ist wieder das Problem. Entweder schwebt das Teil, oder es fittet nicht richtig. So, da muss ich mal... muss ich ein bisschen weiter, okay. Gut, seht ihr, muss ich das jetzt ein bisschen weiter nach vorne packen, weil das da nicht ganz abgeschlossen hat. Aber egal, jetzt habe ich dadurch wenigstens noch ein bisschen mehr Platz, um im Zweifelsfall, irgendwas wird sich da schon bauen lassen.
So, ups, jetzt springe ich mal hier hoch. Ah, das muss hier. Na. Ah, da werdet ihr auch noch Spaß mit haben, ey. Gerade diese feinen Einstellungen, wenn ihr das irgendwie alles ganz genau haben wollt oder wenn ihr euch da was vorstellt. Also ihr müsst ein bisschen flexibel bleiben, sage ich euch vorweg. Weil das gerade mit dieser Anpassung, seht ihr, das ist manchmal so Millimeterarbeit. So, ja gut, das ist auch ganz schön. Das scheint einigermaßen zu passen, wenn ich mir das vorstelle. So, jetzt sehe ich leider nicht so viel. So, ich hoffe, das passt jetzt, wenn ich unter... Ja, super. Super. Kommt man hier hoch? Ne, man kann da ran. Aber ich glaube, man kommt nicht drüber. Sebastian, ich stelle da hinter einfach gleich einen kleinen... Naja, das... Ach nee, das sitzt hier aber nicht. Okay, muss ich ein bisschen nach vorne. Okay, ich wette, jetzt passt das auf der anderen Seite auch nicht. Ja. Okay, hier kann man durch, das ist Mist. Okay, ihr seht also, das ist sehr viel Feinjustierung. Gerade auch, weil die Schrägbalken, die man hinter hat, immer das Problem sind, dass die sich gegenseitig blockieren. So, ich gucke jetzt. Ich hoffe jetzt, das passt. Okay, ja, man hat hier zwar einen kleinen Einblick. Ja, mal gucken. Ich muss das ein bisschen verschieben. So. Ich glaube, also passt schon ein bisschen besser. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt, glaube ich, direkt. Ich packe dahinter jetzt einfach einen Geschützturm. Wo haben wir die Geschützturm? Genau, hier, Schutz. Geschützturm. So, guck in die Richtung. Genau. Wenn hier meint, einer durch den Zaun gucken zu müssen, den wird dann erstmal direkt geschossen. Oder versucht, hier rüber zu springen. So, guckst du in die richtige Richtung? Ja, perfekt. Hat das Ding im Blick. Hier ist auch dicht. Ja. So, haben wir die Seite schon mal fertig. Wir machen jetzt erstmal nicht das Tor. Ich meine, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Das machen wir dann zum Ende. Wir bauen jetzt erstmal die Hütte. Weil, ja, das ist, ich sag jetzt einfach mal, spannender gerade. So, weil das mit den Zäunen habt ihr jetzt mal gerade so gesehen. Geschützturm, wisst ihr, wie es funktioniert. Gucken wir mal gerade beim Metall, was Metallwände, was die so anzubieten haben, ob da vielleicht ein cooles Häuschen zustande kommen würde. Ach übrigens, genau, hier müsst ihr achten. Das sind, ich muss mal kurz, genau, wenn ich das so zeige, sieht man es besser. Ihr seht ja den Winkel da drin, ja? Das ist eine Außenwand, das heißt, ich mache, das ist jetzt, ich kann jetzt zum Beispiel, na gut, ging theoretisch auch, aber ich kann jetzt, sollte jetzt besser gesagt, nicht es hier setzen, dann nochmal daneben und macht daraus ein viereckiges Haus. Nee, so ist das nicht. Das ist, diese beiden Seiten, die wir gerade sehen, sind die Außenwände und das hier sind die Innenwände. Auf die Geschichte bin ich auch schon mal reingefallen. Ja, das hat ein bisschen zu Komplikationen beim Bauen dann mal geführt. So, wir könnten irgendwie so eine Flugzeughalle mäßiges bauen und was nach außen geht, wie so ein Container. Haben wir mit Loch? Was sind das? Lamellen? Oh, wisst ihr was? Gucken wir mal ganz kurz einmal bei Holz rein. Ist ja eigentlich auch recht stabil. Als Böden, Wände. Ach genau, wisst ihr was? Wir fangen mit einem Boden. Wir machen jetzt hier einen Boden. Setzen wir es höher. Ja, setzen wir es jetzt einfach mal ein bisschen höher. Das ist jetzt wieder hier so eine... Setzen wir es jetzt einfach mal. Da habe ich jetzt gerade Bock drauf. So, da müssen wir jetzt nur gucken, dass das richtig passt. Eigentlich müsst ihr dann auch nur gucken, dass eine... Ich muss gerade gucken, dass eigentlich nur eine Kante richtig passt, weil der Rest baut dann auf dieser Kante auf. Ich bin ja so ein kleiner Perfektionist. So... Ah, fast zu 99%. Ah, nicht ganz, nicht hundertprozentig, aber ich bin zufrieden. So, ich bin jetzt gerade mal überlegen, könnte ich das Ding nicht eigentlich hier
Zwischenbauen, ob das passen würde. Ja, schade. Ah doch, es lockt sich ein. Ja, alles klar. Wisst ihr was? Dann bauen wir das ohne Tür. Ich guck mal gerade, ob das jetzt auch von oben her... Ja, perfekt. Das passt von der Höhe. Alles klar, dann machen wir das so. Dann bauen wir jetzt hier das nächste Teil dran. Also dieses Bauprinzip... Ja, okay, fast. Hier noch ein Klotz. Hier noch ein Klotz und hier hinter. Packen wir hier auch noch einen Klotz. Ah, ragt leicht drüber. Ist egal, ist unser Haus ein bisschen größer. So, ihr könnt natürlich alles Mögliche machen. Ihr könntet das auch offen lassen. Dann könntet ihr hier so wie so einen Durchgang haben. Oder ihr baut das allgemein nur hoch und unten jetzt Wände und irgendwelche... nicht sporadischen Wände, wollte ich gerade, porösen Wände, sage ich jetzt mal, also mit Löchern, dass ihr dann die als Schießscharten sozusagen nutzen könnt oder irgendwie mit, ja, wie gesagt, das hier unten so als Lagerraum oder whatever, gibt's halt alle möglichen Möglichkeiten. Was für eine wundervolle Formulierung. So, das haben wir jetzt erstmal gemacht, jetzt packen wir hier aber nicht noch zusätzlich Böden drauf, weil wir haben jetzt einen Boden, das reicht. Wir werden jetzt auch keine Fertighäuser drauf bauen, sondern wir werden jetzt mal mit den Wänden anfangen. Ich überlege gerade, wie offen oder zu wir das bauen werden. Ja... Ach, wisst ihr was, wir bauen jetzt auf der Etage, bauen wir das alles mal ein bisschen mehr zu. Und auf der oberen Etage, was haben wir denn hier alles für schicke Wände? Auf der oberen Etage bauen wir das alles ein bisschen offener. Da brauche ich ja gar keine Wände, weil ich die löchrigen Dinger da sehe. So, was haben wir hier? Da vorne war doch immer die schöne Standardwand mit dem kleinen Vordach. So. Nummer 1, Nummer 2. Na, passt dich. Los. Euch. So. Also, man braucht echt ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich weiß ehrlich gesagt auch nie ganz genau, wo ich hinzielen muss. Ah, okay, da. Da habe ich jetzt den. Ja, da scheint der Punkt zu sein. Alles klar. Na? Hier. Und hier. Und hier. Ich guck mal gerade, bauen wir noch irgendwas anderes jetzt hier hin? Passt sich das? Ne? Ja, warum nicht? Dann haben wir halt so einen kleinen Balkon zu uns. Ich meine mal an, unsere Leute können im Zweifelsfall sowieso immer beschossen werden. Hallo? Ah. Dann werden wir mal die Wand wiederverwerten und hier mal. Ja, das geht jetzt leider nicht. Das können wir hier nicht hinbauen. Abgeschottet, nee, ganz abgeschottet nicht, aber hier bauen wir einfach mal was mit Tüchern hin. So, dann haben wir hier noch hinten Halbwände. Damit müssten wir jetzt die Seiten dicht machen können. Ja. Habe ich vielleicht was in die andere Richtung geht? Ja, perfekt. Genau, da könnt ihr halt auch, eins geht nach links, eines geht nach rechts eher ein bisschen mehr. Müsst ihr dann gucken, was so passt, um eure Seiten dicht zu machen. Damit das einfach alles ein bisschen abgeschlossener aussieht. Genau, können die Leute ein bisschen runter gucken. Schön. Was haben wir denn hier? Mit Affen auf Raketen, wie geil ist das denn? So, okay, dann würde ich sagen, bauen wir hier dann noch direkt mal eine Treppe. Bei Böden. Böden ist ja eine schicke Treppe. Die fittet gerade nicht. Dann bauen wir erstmal, dann versuchen wir es erstmal mit dem Dach. Möglichst ohne Löcher. So ganz. Ich muss das nicht noch irgendwie drehen.
Ich habe aber kein mittelhohes Dach, sondern ich glaube, so sieht das ein bisschen komisch aus. Oh. Ne, wir bauen wir mal gerade so wie so ein Flachdach. Dann können wir nämlich noch. Ups, muss ja eh durch die linke Maustaste. Ne? Da, da. Da. Na. Passt dich gefälligst an. So. Hier und eins muss ich ja frei halten. Wo gehen wir denn dann wieder hoch? Ich würde sagen, auf der Seite gehen wir einfach mal wieder hoch. So. Und dann gucken wir, dass das jetzt mit den Böden passt. Und dafür brauchen wir den Boden. Den wir jetzt irgendwie nicht ganz sauber reinkriegen werden, habe ich das Gefühl. Ja, verdammt, schade. Das ist jetzt das Problem dieser Erhöhung. Das heißt, wir kommen jetzt hoch, aber haben hier jetzt leider diesen Hubbel. Ne? Und das mag ich nicht. Deswegen versuchen wir das ein bisschen anders. Mit der Treppe ist irgendwie auch blöd. Ah, das ist jetzt natürlich eine Schwierigkeit. Ich will natürlich, dass das alles auch schön schick aussieht. Wie machen wir das jetzt am besten? Also den Boden einlassen, einfach so können wir nicht. Ah, nehmen wir einfach die Treppe. Die jetzt leider. Oh. Klasse, jetzt muss ich die noch ein bisschen nach hinten versetzen. Ups. Ich hoffe, jetzt passt das. Ich darf nämlich nicht hingucken. Boah, passt soweit. Gut, dann können wir zumindest da aufs Vordach. Und dann machen wir hier nochmal mit den Wänden weiter. Was nehmen wir denn jetzt hier für Wände? Kann man die jetzt hier überhaupt richtig, dass die richtig fitten? Nee. Leider nicht. Dann überlege ich mal gerade, was könnten wir denn jetzt sonst noch machen? Hier oben. Genau, wir bauen uns jetzt einfach hier oben mal einen Zaun hin. Wie so ein Aus, ist das Ganze nochmal wie so ein Ausguck. So, welche Seite ist jetzt die? Genau, die Seite müssen wir vom Zaun nehmen. So. Passt das so? Ja, passt. Aber bitte jetzt. Nein, diese Zäune hacken nicht ineinander ein. Jetzt muss ich die einzeln nebeneinander setzen. Oh Gott, das ist jetzt eine grausame Arbeit. Okay. Ich werde gleich vom Dach fallen. Okay, ich muss mich da irgendwie anders positionieren. So sehe ich da reichlich wenig. Na? Gott, passt jetzt. Okay. Nicht vom Dach fallen. Verdammt, der Zaun ist zu klein. Zu groß, meine ich. Müssen wir den jetzt mal. Der passt natürlich jetzt optisch nicht so ganz. Machen wir jetzt hier einfach eine kleine Kante rein, so eine kleine Biegung. Das besser passt. So, wie gerade wieder so kriegen wir. So, passt immer noch. Wir können schön runter gucken, im Zweifelsfall runterballern. So. Aber hier noch. Muss ich jetzt wieder schräg setzen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, also. Der Perfektionist in mir schreit zwar ein bisschen von wegen, das ist nicht hundertprozentig. Aber egal. Dafür ist die Steuerung echt ein bisschen zu quälend, um das jetzt hier hundertprozentig zu machen. Außerdem, ich will ja mit euch zusammen in dem Video das mal in Anführungsstrichen kurz durchgehen. Ich mache mal das Video, ich keine Ahnung, ich denke, dass, wenn ich mir nachher angucke, wie lang das geht, wird das sicher eine Stunde gelaufen sein. So, dann packen wir hier oben noch ein paar,
packe ich ein paar Scheinwerfer rein. Ich glaube, ich packe hier mal auch hier oben so einen Scheinwerfer hin. Ich gucke, ob das hier irgendwie an die Seite, ob ich den da hinstellen kann. Das wäre natürlich richtig cool. Hast du was von... Ne, hier an die Kante. Da will er sich nicht hinsetzen lassen, schade. Dahinter? Also das ginge. Hier vorne auch wieder. Machen wir doch... Ist irgendwie ein bisschen blöd. Bauen wir einfach einen Lasergeschützturm hier oben hin. Ja, wisst ihr was, wir bauen jetzt einfach hier mal zwei Laser. Kann ich die eigentlich schon bauen? Was ist das hier? Schwerer Laser? Nee. Schade. Schrotflinte. Ja, Schrotflinte aufs Dach ist vielleicht jetzt nicht so geil. Bauen wir hier noch einen Laser hin. So. Da noch ein Laser. Kann ich jetzt noch einen Scheinwerfer hier vielleicht hinstellen? Ist das der Scheinwerfer? Ne, das ist der Laser. Hä, wieso wird das hinten mir denn nicht angezeigt? Laser, Rotflintengeschützturm. Hallo? Ist das Ding gerade irgendwie buggy? Ach, ich dachte gerade, das ist irgendwie buggy, aber mir fehlen die Ressourcen, mir fehlt gerade Öl. Verdammt, jetzt mal ganz kurz nachgucken, ob ich noch überhaupt genug Energie... Ja gut, für den Generator zumindest habe ich noch genug Energie, der muss dann nämlich hier oben hin. Oder was heißt, er muss nicht, aber ich packe den jetzt einfach hier oben hin. So. Und einmal ein Kabel. Nein! Och, jetzt echt. Ah, okay, das will nicht. Das heißt, ich muss jetzt sowas hin daneben stellen. So, einer reicht. Nein. Das Kabel kommt hier ran. Okay, ich muss es scheinbar direkt daneben stellen. Oder? Ne, ja, geht nicht. Deswegen kommt der Kollege jetzt hier hin. Jetzt muss es. Echt jetzt auch nicht? Auf die andere Seite? Hallo? Oh Leute, echt, wenn ihr das macht, ey, lasst euch ganz viel Zeit damit. Also nehmt euch ganz viel Zeit, wenn ihr hier was bauen wollt, das ist in der Regel nicht in 5 Minuten erledigt. So. Kann ich jetzt, darf ich jetzt den Strom anschließen? Ja, jetzt darf ich. Schön. Wundervoll. Machen wir hier wieder einen Schalter. Das gute Stück kommt hier neben. Na, daneben vielleicht. Eigentlich wollte ich da später noch einen Scheinwerfer einstellen, sobald ich genug Öl habe. Das ist hier wieder so eine Millimeter-Geschichte. So, alles klar. Nein. Kabel schon mal angeschlossen. Kabel hier jetzt auch angeschlossen. Mein Lasergeschütz aktiviert. Mein anderes hängt irgendwie noch depressiv in der Gegend rum. Habe ich das? Was ist das denn jetzt? Okay, mal kurz auf die andere Seite. Was habe ich denn da angeschlossen? Ach, das Problem ist, die brauchen... Nein, das Ding produziert nur 3 und ich brauche... Okay. Dummheit. Das war einfach gerade eigene Dummheit. Schrauben. Warte mal, bitte gib mir jetzt Schrauben wieder, wenn ich dich zerstöre. Nein! Okay, gut. Darum werde ich mich nachher kümmern müssen. Da muss ich jetzt erstmal noch auf Schraubenjagd gehen. Gut, wie gesagt, also ihr seht schon, ihr braucht auf jeden Fall einiges an Ressourcen, gerade was Schrauben und sowas angeht, um eure Geschütztürme zu bauen. peinlich. So, jetzt wollte ich aber hier gerade noch was ausprobieren, was die Böden betrifft. Weil ich habe ja gerade mal erwähnt, ich habe die Idee für einen Geschützturm. Da gäbe es 2 Möglichkeiten, dass ich einmal so...
Ich glaube, das wäre sogar die beste Methode. Wenn ich dann einen Turm hinter die Mauer, oder wenn ich das Ding einfach als Teil der Mauer sozusagen baue. Ja, ich... Mal gucken, wie das... Das sieht aber auch irgendwie komisch aus, ne? Ich glaube, da baue ich das lose Ding lieber hinter die Mauer. Warte mal, ah, da fällt mir gerade was ein. Wo ist die? Vorhin. Was? Ah, vielleicht hat die irgendwas mit Schrauben. Du bist doch hier die Händlerin, ne? Ja. Was willst du hier? Willst du handeln? Bla bla bla. Ja, ich will dich bedrohen klauen. Übrigens, bedroht diese Frau besser nicht. Ich habe das einmal gemacht, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ich weiß nicht warum, aber danach wollte sie irgendwie nicht mehr mit mir handeln. Also, lass das besser. Jetzt gucken wir mal gerade. Dünger. Glas, also nukleares Material. Zahnradstahl, Federn, Schrauben. Ey, sauber. Das kostet... Was? 487? Echt jetzt? Gucken wir mal ganz kurz, ob die nicht noch irgendwas günstigeres mit Schrauben hat. Genau, zum Beispiel Handschellen hier. Nehmen wir mal die drei. Was ist da hier? Keramik. Glas, Kupfer, Stahl. Viel Kristall. Ja, sowas solltet ihr dann auch mitnehmen. Weil das Zeug irgendwie einzeln zu kaufen, finde ich unverschämt teuer. Schrauben, was kosten denn Schrauben? Boah, 25 Schrauben, 1100. Also wie gesagt, gerade diesen ganzen Schrott in Anführungsstrichen, den man so findet. Ja, sowas Mikroskop ist auch immer gut. Ihr solltet da wirklich mal auf Plündertour, Aluminium kann man auch immer brauchen. Daran mangelt es bei mir auch häufig. Macht da wirklich Plündertouren mal. Und geht ganz gezielt wirklich auf die Suche nach so einem Quatsch. Um ja damit einfach eure Bestände mal ein bisschen aufzufüllen. Denn wenn ihr dann mal anfangt, das Ganze auszubauen, das hilft dann wirklich sehr. Hier ein Ventilator, Federn, Stahl, ja, Toaster, warum nicht? Was haben wir hier? Knochenleder brauchen wir nicht. Zahnrad. Das kostet nichts. Beton haben wir genug, aber ich glaube, das war's jetzt. Ja. Nehmen wir den Handel an. Alles klar. Gut, dann... Mal kurz auf T können wir ja schnell unseren, in Anführungsstrichen, Schrott abgeben. Das sieht auch schick aus. So ein hübsches Häuschen geworden. Gut, die Vorderkante sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber egal. So, ach ja, genau, hier ging's hoch. So, dann gehen wir jetzt wieder ins Baumenü. Unter die Energie, Generatoren, einen mittleren Generator, der 5... Boah, ist das Ding riesig, ey. Na gut, was heißt riesig? Fällt mir gerade ein, ich könnte, hätte jetzt auch einfach so schicke Windräder hier oben hinbauen können. Zwei Stück. Nee, ich habe dafür... Ja, dafür habe ich wieder nicht genug Aluminium. Die brauchen ja zum Glück kein Aluminium. Ja, wie gesagt, das Aluminium ist auch so eine Sache. Ah, wie stellen wir den hin? Wie sieht's schön aus? Ah, stellen wir den so quer. Ich hoffe, die Dinger können nicht zerschossen werden. Ich glaube nicht, aber... So. Dann ein Kabel. Dann noch ein Kabel. Na, komm. Guckst du? Ja. Ist auch fröhlich. Wunderbar. Ha! Haben wir es so laufen gekriegt. Ah, warte mal. Ups, nein. Ab. Nein. Falscher Knopf gedrückt. Ich muss hier mit Escape raus. Geronimo, lauf! Na toll, Sprint irgendwie hat zu spät eingesetzt. Egal. So, dann fangen wir jetzt mal hier an. Das Tor zuzubauen. Ach verdammt, der Typ ist da gerade oben drauf. Dann holen wir uns das Teil jetzt. Wobei, den Baum will ich auch nicht haben mehr. Den Zaun packen wir auch weg. Ich habe sonst überall schon keinen Zaun mehr. Dann brauchen wir den auch nicht mehr. So, hier, ich gucke jetzt gerade mal nochmal von der Seite, wie gut das jetzt eigentlich alles abgeschlossen ist. Ja doch, das sieht schön aus. Vor allem das hier mit dem Geschützfeld gefällt mir so. Hör, was ist hier los? Bam, 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 bam. So. Nicht so direkt vor der Nase. So, dann bauen wir das einmal hier irgendwo ungefähr hin. Ach genau, wo ich es jetzt gerade hier sehe, das müsst ihr auch unbedingt dran denken, dass das Ding zu ist.
Eine Tür könnt ihr einsetzen, aber die können ja aufgemacht werden. Ich weiß auch gar nicht, ob die ganze Geschichte eigentlich so funktioniert, wie ich mir das wünsche und vorstelle. Im Zweifelsfall wird es so sein, dass das Tor dann doch bei einem Angriff auch offen ist. Also wir werden es sehen. Ich hoffe, ich werde dann bei einem Angriff dabei sein. Ich schätze mal, wo sitzt das? Ah, passt. Ja, ja, man kann reingucken, aber sonst noch nichts. So, ach genau, übrigens, wenn ihr euch günstig einen Wall bauen wollt, dann könnt ihr das rein theoretisch auch aus solchen Hauspaletten, ne? Da baut ihr die Dinger einfach so nebeneinander, zack, 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 dann irgendwie ein Tor dazwischen, habt ihr auch einen Wall. Ist definitiv günstiger, als wenn ihr einen richtigen, also in Anführungsstrichen einen richtigen Wall baut. Aber es soll ja jetzt auch alles schön authentisch aussehen, ne? Genau, haben wir hier noch so Drahtzäune, die wir dann nutzen können. Ich muss mal gucken, ob man eigentlich so ein Bramir, ob man das auch irgendwie zähmen kann oder ob man da irgendwie rankommt. Das weiß ich momentan noch gar nicht. Wenn ja, wäre es eigentlich ganz cool, so ein Vieh mal ja, auf seiner Seite zu haben. Oder dass das irgendwie, dass man vielleicht irgendwie so eine Farm richtig baut. So, dann fangen wir mal mit dem Ding an. Na, was jetzt? Was jetzt? Möglichst nah an die Kante, gut. Gut, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich muss mal gerade gucken, ob es... Na, komm ich hier durch? Ja. Ja, gut, schließt super ab. War ich mir gerade nicht sicher. So, dann nehmen wir diesen Zaun. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, der Zaun wird mir was besser gefallen. Ach ja, übrigens, kleiner Tipp. Versucht immer, die Dinger am besten so leicht schräg zu bauen. Also von dieser Perspektive aus, von der ich das gerade sehe. Ich denke, da hat man den besten Blick dafür, dass das auch wirklich passt. Ja, boah, das passt ja 1A. Muss nur die Ausrichtung noch passen. Fangen wir mal auch jetzt hier mal an, das zu setzen. Na? Dann gehen wir mal ein bisschen vor. Vielleicht. Okay. Na? Ah, komm jetzt. Hier hat es, glaube ich, besser gepasst. Ey, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, wenn ihr das selber macht, ey. So, okay. Ja, es schließt nicht hundertprozentig ab, aber was soll's. Es soll ja auch nur einigermaßen dicht sein. So, dann müssen wir mal gucken. Okay, der Zaun geht jetzt nach da etwas mehr. Jetzt gucken, dass das von hier passt. Jetzt haben wir leider hier den Gummireifen auf der Seite, der das Ganze ein bisschen behindert. Aber nicht so schlimm, wie ich jetzt dachte, alles klar. So, dann packen wir hier schon mal das Tor dazwischen. Muss ich gleich mal gucken, wie wir das am besten das aneinander fittet. Na, habe ich das überhaupt von der ersten richtige Seite, alles klar. Wisst ihr was, ich baue jetzt mal hier kurz das Tor hin. Die Wand einmal kurz beiseite. So, das soll nämlich mittig auf der Straße sein. So, das ist ungefähr die Höhe. Gut. Ah, dann sehen wir schon das Problem. Das Ding wird da nicht mehr zwischenpassen. Ich hoffe das allerdings. Okay. Traum vorbei, muss ich es ein bisschen rüberschieben. Na? Okay, passt das so? Ja, hier schließt ab, hier jetzt noch nicht ganz. So. Ja, hier sieht es jetzt schon mal ganz gut aus, alles klar. Gut. Boah, hat einen Krampf, ey. Bauen wir das jetzt einfach mal hier direkt dran. Und das müssen wir jetzt mal anwinkeln. Jetzt haben wir hier allerdings eine Lücke. Gut, versuchen wir mal. Setzen wir es mal gerade ab. Vielleicht passt das andere besser rein. Gut, das wird aber auch nicht hundertprozentig passen.
Gucken wir, dass die wenigstens ordentlich nebeneinander sind. Ja, sind sie. Und dann wird das jetzt ein bisschen mal wegscrollen. Hier hinter gefittet. Na? Ach Leute. Also jetzt ist Zaun ab. Das kommt auch mal weg. Hier noch was? Nein. So, dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier vorsetzen können. Ohne dass es fliegt. Aber ich. Da hatte ich es gerade. Oh, da ist dieser eine Pixel, da ist der eine Pixel, wo es passt. Boah, jetzt komm. Oh, man hat auch so Angst, irgendwie die Hand zu bewegen. So, nein, gleich passt wieder. Ja, so geht's auch nicht, scheiße. Oh, ey, das ist so ein Krampf. Das ist so ein Krampf, ich sag's euch. Ey. Was denn, wenn ich das... Wenn ich das so hinsetze? Passt das vielleicht? Ja, so passt jetzt gerade auch nicht. Boah. Wir setzen uns mal so rum. Wir setzen uns jetzt einfach mal so rum rein. Das müsste dann nämlich klappen. Ich will mal gerade versuchen, ob man dann von der anderen Seite drüber kommt. Ah, so sieht's. Ja, so sieht's doch schon ganz dicht aus. Ich will mal gerade gucken, ob man jetzt von der anderen Seite darüber klettern kann. Nee, aber hier auch nicht ins Fenster. Nee, das auch nicht. Schön. Schön, schön. Wobei irgendwie... Will ich was für dieses Fenster packen? Nee, gerade nicht den Zaun. Jetzt hätte ich irgendwie so... Wie so ein Brett oder sowas, was ich da vorschieben könnte. Ne. Sah nicht danach aus. Irgendwie auch nicht mal halbherzig könnte ich da jetzt ein Brett vorstellen. Naja, mal theoretisch könnte ich jetzt noch... Ja, ein bisschen... Ah, jetzt lässt sich's ganz klar. Sehr gut. So, was machen wir hier für eine Flickschusterei? Gut, ich wollte einfach nur nicht, dass sie da so nachher direkt ins Schlafzimmer reinschießen können. Wobei, hier habe ich auch ein Schlafzimmer, können die auch direkt reinschießen. Oh nee, das müssen wir dicht machen. Das ist ja unverantwortlich. Unsere armen Siedler. Die armen Schweine, ey. Jetzt sind die da alle am Pennen. Ich kann da oben eine Wand hinbauen. In das Ding, nee. Doch, ich kann hier eine Wand. Wieso kann ich da eine Wand hinbauen? Vor allem, wieso will sich da automatisch eine Wand hinsetzen? Hier funktioniert es wieder jetzt nicht. Ach Leute, ey. Ihr werdet... Naja, wenn ihr jetzt das Video wirklich ist, ganz guckt und euch die ganze Scheiße hier anguckt, die ich hier gerade durchmache. Ich hoffe, dass ihr dadurch ein paar Lösungen für eure Probleme findet. Ich hab gerade keine Ahnung, was ich da vorsetzen sollte. Ah, warte mal, wir haben doch hier beim Holz... hatten wir doch bei den Wänden, da hatten wir doch diese ganz schmalen. Die lassen sich doch hier sicher irgendwie vorsetzen. Top, sind doch fast wie Fensterläden. Ja, wunderbar. Da kann auch keiner dann mehr mein Leutchen anschießen. Von draußen. So, packen wir hier noch eins vor. Na? Halten wir auch die Voyeure fern. Wunderbar. Hätte ich vielleicht auch bei der anderen Seite machen sollen. Also anstatt das dicke Ding da jetzt vorzusetzen, egal. So. Ach ja, übrigens ein Tipp. Ihr werdet es wahrscheinlich aus Reflex auch mal machen, aber wenn ihr durch dieses Tor geht, und normalerweise drückt man ja eh, um das Tor zu schließen, tut euch selbst einen Gefallen, drückt jetzt nicht eh. Und wenn ihr dieses Tor wieder hier einpassen müsst, ne, das ist eine höllische Arbeit. So, und was mir mal gerade auffällt, oh Mann, jetzt habe ich was vergessen. Boah, ich hoffe, das passt jetzt. Ich hoffe, das passt jetzt. Ich will nämlich diesen... Wachposten will ich nämlich eigentlich reinsetzen. Deswegen hatte ich den rübergestellt. Oh, Glück gehabt, das passt genau.
Das passt genau. Schwein gehabt. So. Hier vom Haus. Rüber. Na, dann nehmen wir lieber den niedrigen. Ups, von dem Briefkasten. Weich hier. So. Ist ein bisschen schräger. Jetzt haben wir hier noch einen Wachposten dahin. Nein, lauf nicht drauf. Lauf nicht drauf. Warte, warte. Ich muss den hier wegnehmen. Ja. Ah, hab ich ihn. Gut. Das Ding lässt sich nämlich nicht bewegen, wenn der Typ draufsteht. So. Dann nehmen wir den mal hier hin. Das Straßenschild packen wir nochmal weg. Das steht jetzt hier einfach nur im Weg, finde ich. So. Das ist noch ein bisschen schräger. Zack. Dann kommt unser Wachturm dann neben, wenn der Herr sich mal bequemen würde. Geh mal weg. Weiter weg. Ich such dir eine Richtung aus, aber nicht zu hier hin. Oh, wenn das Brami jetzt noch kommt, ne? Na, Süßer. Du riechst, oder ihr riecht. Ich weiß nicht, ist das eine einzelne Person oder ein Schirmständer? Wieso ist hier ein Schirmständer? Okay. Gut, das sieht auch schon mal schick aus. Hast du jetzt einen neuen Aussichtspunkt. So, sind wir auch schon fast fertig. Bauen wir jetzt hier noch ein Tor rein. Muss ein bisschen weiter nach vorne und ein bisschen schräg gesetzt werden, damit das dann... Will ich das jetzt so weit nach links setzen lassen? Achso, ja, wegen den Gummireifen da wieder. Egal. Dann schließen wir das jetzt hier halt ein bisschen anders ab. Hm. Ja, das ist irgendwie blöd. So. Na? Ja, so dicht wie möglich und das passt. Und ah, hier passt wird's jetzt mit der, genau, hier passt jetzt nicht mit der Höhe. Nee, enttäusch mich nicht. Das ist doch beim letzten Mal so gut gepasst. Wieso passt das denn jetzt hier auf einmal nicht? Hallo? Ach, so kann ich es hinsetzen, ist ja klasse. Hier vor. Wenn ich es jetzt da hinsetze, habe ich ja trotzdem hier so eine blöde Lücke. Ey Leute, ey, ganz echt. Ganz im Echt. Ganz im Echt. Tolle Formulierung. Ganz in Echt. Dieser Häuserbau wird euch noch wahnsinnig machen. Also ihr, wenn ihr einmal es fertig habt, lasst es einfach so. Es lohnt sich nicht, das nochmal umzubauen. Das werdet ihr auch merken. Boah, ich will ja nur einfach diese Scheiße hier zukriegen. Wieso hat das dann letztes Mal so perfekt gepasst? Wieso denn diesmal nicht? Warum will das nicht passen? Okay, kriegen wir das? Ah, das sieht ja zumindest schon mal einigermaßen aus. Ne? Ich noch ein bisschen abschließender hinkriegen. Na, da, da, okay. Und jetzt hier vor, versuchen wir mal wieder das Ding vielleicht andersrum zu setzen oder irgendwie das hinzudeichseln, dass das trotzdem zu ist. Ich raste hier gleich aus! Wieso kann man das denn nicht dahin bauen? Ich verstehe das nicht, ey. Nee, hier ist wahrscheinlich nichts drunter, was mir irgendwie hilft. Vielleicht das? Ja, das hat eben doch so schön gepasst. Toll, meine Bewohner haben sich schon dran gewöhnt. Oh, da ist ja ein Loch im Zaun. Gehen wir mal da durch. Ist ja im Umweg nicht so weit. Vielleicht das Ding? Nee.
Okay, boah, Leute, echt, ich hab keine Ahnung, was. So, nichts Sonstiges. Nehmen wir wieder Wände. Nehmen wir wieder so eine schmale Wand. Vielleicht lässt die sich ja, die lässt sich natürlich hier wieder fitten. Also ganz ehrlich, liebt diese Wände. Der könnt, nehmt das einfach als Flickwerk für alles. So, passt. Ah, mal gucken, vielleicht können wir sie noch ein bisschen... Drehen wir sie einmal. Vielleicht schließt sie dann noch ein bisschen besser ab. Ja, ja, ja. Ja, nearly perfect. Egal. Ich bin jetzt zufrieden. Also diese Wände sind klasse. Die könnt ihr für jeden Scheiß benutzen, ne? So, das sieht doch jetzt schon mal nicht schlecht aus. So, letzter Part. Ich hoffe, der wird leichter. Ah nein, scheiße, ich muss ja hier hinten noch. Ah nee, da habe ich dicht gemacht. Da habe ich ja schon... Alles klar, da habe ich zum Glück schon dicht gemacht. So, machen wir einen Zaun. Machen wir einen Eckzaun. Ich will hier ungefähr einen Eckzaun haben. So. Wie das jetzt noch genau passt, weiß ich nicht. Da werde ich... Schwebt der schon wieder? Ne? Also ungefähr. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja. So, bitte, passt du jetzt hier ans Gebäude ran. Möglichst auf den Boden. Ah, ein Träumchen. Auf einmal will er wieder. Da will er wieder mein Lieblingszaun werden, ne? Ja, ja, jetzt wieder einschlagen, wo es ebenso alles so mies lief. So. Den dahin, dann packen wir nochmal hier so ein Molligen, ob wir den da irgendwie da... Da müssen wir das verschieben. Aber den Molligen dann noch dazwischen. Na, na, eben hast du grün. Hast auch gemerkt, dass er nicht weitergeht, ne? Schlaues Ding. So, den... Hab ich den noch ein bisschen schöner positioniert? Ne. Irgendwie so oder so blöd gerade. Ach, schade. Ich hätte eigentlich gern diesen Eckzaun, weil ich finde den Eckzaun nicht... Ich finde, der hat was. Aber ist egal. Jetzt versuchen wir es einmal hier mit den Autoreifen, ob wenn die jetzt fitten wollen, aber eigentlich in der Regel... Nee, da ist dann zu viel Abstand. So, nehmen wir dann noch lieber den hier, der ist da etwas umgänglicher, dieser Zaun. Auch so Überschneidungen und so angeht. So, zack. Ah, das sieht doch annehmbar aus. Da müssen wir jetzt einen ganz vorsichtigen Bogen machen, weil sonst haben wir wieder eine Kante drin. Ja. Ah, muss noch vorsichtiger da. Leute! Wenn ich die ganzen Versuche einfach mal... Uah, der geht jetzt... Geht langsam ein bisschen. Ich muss dann jetzt hier mal langsam die Kurve kriegen. Na, willst du nicht mal so ein bisschen nicht überschneiden? Ja, er sagt nein. So, ja, passt. Okay, jetzt muss ich doch mal hier einen Eckzaun reinbringen. Hey, habe ich ihn doch drin. So ganz wie gewollt, aber so. Falscher Zaun, falscher Zaun. So. Mann, das passt jetzt hier mir auch eher schlecht als recht. Den packe ich jetzt gerade mal weg. Versuchen wir es mal mit dem Bulligeren. Der ist hier gerade besser. Ah. Ja, der passt irgendwie schon besser. Dann gehen wir mal raus aus dem Baumodus. Okay. Gut, ich empfehle euch dann nochmal hier so ein bisschen abzugehen. Ob man da irgendwie zwischenher springen kann von der anderen Seite, sollte es sowieso nicht möglich sein.
So, gut, hier ist jetzt ein bisschen viel Platz wieder. Also eigentlich, ups, jetzt habe ich wieder die Taschenlampe angemacht. Einfach. Im Zweifelsfall, wenn ihr sowas habt, dann baut ihr einfach einen kleinen Geschützturm dahin. Wenn ihr, genau. Gut, wenn ihr Öl habt, ne, das ist die Grundvoraussetzung. Hier passt jetzt nicht. Gut, da haben wir einen kleinen Geschützturm. Hier sind wieder, hier schließt alles schön ab. Wunderbar. Ja, das ist die Hauptsache, dass es nicht regnet. Genau, hier hatten wir auch alles. Ja, das müsste auch zu eng sein. Ja, kommt man nicht durch. Das passt. Hier passt auch. Genau. So, dann bauen wir jetzt noch. Ja, hier ist ein bisschen, wäre es ein bisschen zu eng. Aber das, gut, es bringt jetzt nicht viel, wenn ich das bauen würde jetzt. Aber ihr könnt ja hier unter den Holzkonstrukten, also ich fände das hier unter nicht sonstige, unter Böden war es jetzt, glaube ich. Genau, diesen Boden, der jetzt wie so ein Steg ist, vor allem, weil man da durchgucken kann. Weil ich kann ihn ja trotzdem schon mal hier hinsetzen. Boah, der kann sogar fliegen. Wie schick. Genau, kann man jetzt so hier hinsetzen. Und dann könnt ihr... Na gut, die könnt ihr noch ein bisschen besser, dass er ein bisschen besser passt. Und dann stellt man hier einfach mal so zwei Geschütztürme auch drauf, die dann über einen Zaun schießen können. Und das dann vielleicht noch auf der anderen Seite. Hier hätte ich überlegt, vielleicht stelle ich hier dann noch einen hin. Als Schütze selbst kann man dann hier rüber schießen. Ihr könnt dann noch was aufs Dach stellen. Also euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Das ist jetzt erstmal, wir haben jetzt aus dieser kleinen Basis erstmal so ein grundlegendes vorgemacht. Hier haben wir jetzt auch unser Haus. Das ein bisschen merkwürdig aussieht, aber was soll's, man kann aufs Dach, oben sind zwei Lasergeschütztürme, ne, gucken wir uns nochmal kurz an, hier oben, wunderbar mit dem hübschen kleinen Generator, der extra nur für diese beiden Lasergeschütze am Laufen ist. Wie viel das alles bringen wird, das werden wir, denke ich mal, noch irgendwann sehen. Hey, jetzt habe ich auch den Sprung geschafft, wir haben ja hier noch unsere Geschütze, ich weiß jetzt auch noch nicht, ob die hier gut positioniert sind oder ich vielleicht da auch nochmal so eine Art Ausguck hinbaue und dann drei, vier Geschütze drauf baue. Ist jetzt auch alles die Frage noch, wie nötig das ist und bla 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 bla. Alles Punkte, die wir jetzt noch in kommenden Videos klären werden. Wie das alles aussehen wird, ja, ist auch noch nicht ganz gewiss. Okay, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen oder wie hoffentlich meistens gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen, darüber freue ich mich immer sehr. Egal auch auf positiv, negativ, sagt eure Meinung, was ihr einfach denkt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Euer Ionitas.